So, Fokus, Labor 2. Was haben wir denn hier so? Leben, das ist doch schön. Ah, da wäre noch mal welches. Und hier ist auch noch mal welches. Hier ist auch Rüstung. Achso, die sind oben lang gelaufen. Okay. Was ist denn hier so? Das Ding, das geht immer ein bisschen weit weg und dann ist auf einmal wieder vor einem, ey. Das ist irgendwie witzig. Ist hier jemand? Hallo? Lebt hier noch einer? Oder bin ich alleine? James Owens. Dürfte alles gewesen sein. Ich hätte eigentlich wieder die Höllenzeit aktivieren können. Hier wäre sogar wieder direkt ein Ersatz gewesen. Okay, hier muss ich jetzt vorsichtig sein. Spawnt ja was, spawnt ja was, spawnt ja was, nö. Okay. Ah, okay. Guten Tag. Wie schön, Sie zu sehen. Es gibt viel zu erklären, doch die Zeit drängt. Das Artefakt ist ein Tor zur Hölle. Genau wie das Betruger mit dem Teleporter im Delta-Labor geöffnet hat. Solange das Artefakt in unserer Dimension bleibt, besteht die Chance, dass es wieder erwacht. Und dann droht eine neue Invasion. Das alte Volk wusste es, und wir jetzt auch. Um es zu zerstören, muss es zur Quelle des Bösen gebracht werden. Sie konnten es nicht, deshalb kämpften sie bis zum Tod. Sie können das Artefakt mit dem Delta-Teleporter zurück in die Hölle schicken. Verrückt ist aber die einzige Rettung. Das Wichtigste ist jetzt, den Phobos-Teleporter zu aktivieren. Zuvor müssen 4 Kerne abgeschaltet werden, damit ich die Energie zum Teleporter lenken kann. Nehmen Sie das, damit kommen Sie zur Pumpstation. Los, los! Okay. Was macht das Ding? Ach so, das geht da hinten hin. Darf ich also wieder draußen rumrennen? Okay. Mache ich das eben wieder so mit dem Grabber ein bisschen. So. Okay, Munition kann ich nicht mitnehmen. Wie lange mich die Rakete halt verfolgt, weil die einfach nur nirgendwo gegenprallt. Aua. Unhöflich, ey. Sehen, was haben wir denn hier oben noch so? Rüstung und ein bisschen Raketenwerfermuni. Warum eigentlich auch nicht? Spricht echt nichts dagegen. So. Ah, okay, da habe ich direkt wieder Leben.
Ah, ich muss da eh hoch, als brauche ich das ja nicht mit dem Grabber irgendwie. Pumpe deaktiviert. Irgendwie versuchen, da jetzt runter zu holen. Pumpstation deaktiviert. Laut Sensor wird die Pumpstation aufladen. Sehr gut. Jetzt müssen wir die Verpackungsanlage abschalten. Komm her, du komisches Ding. Okay, was haben wir denn hier so? Hilfe. Na. Kein Code. Boah. Das war doch ein schöner kleiner Spaziergang draußen hier. Was wollte der eigentlich damit jetzt gerade beweisen? Wie toll er aus dem Boden springen kann oder was? Lässt sich stehen. Voll der Wachposten. Okay, dann ist er. Wie, ich habe nicht getroffen. Okay, der ist... Ah, okay, der ist da. Super Turbo Turkey Puncher. Three. So, dem Mündchen kurz noch gezeigt, wer der Boss ist und... was ist hier? Nichts, was ich brauche. Tja. Können wir nur hoffen, dass er nicht auf die Toilette müsste. Da sind gerade ein bisschen viele von den Gegnern da. Mit gutem Timing, wie gerade, ist das alles kein Problem. Mal sehen, was haben wir denn hier so. Brückencode, der ist wichtig. 281, okay. Raketen. Warnung. Brückencode. Automatische Geschütztürme. Achtung. Und automatische Geschütztürme offline. Wartungsbrücke funktionsfähig. Sehr schön. Zugang erteilt. Gut, jetzt ist das hier aktiv. Jetzt heißt es für mich wieder zurückgehen. Noch mehr von den Typen. Nein, schreibt. Egal, hier ist da noch wieder Zeug für mich. Das Level ist echt voll von den MG-Typen. Nein. Na, verdammt.
Ich es hasse, wenn die das überleben. Wieso eigentlich? Das ist eine Doppelläufige, die soll sterben. Da hinten war wieder Rüstung, oder? Oder? Ja, immerhin. Dann habe ich das schon mal. Gibt es bestimmt gleich wieder Leben für mich. Gut. Aktivieren. Speichert. Erst einmal meine Lieblingsposition einnehmen und jetzt dem einfach hier mal mit dem Grabber sein Zeug zurückschmeißen. Okay, das hier aufmachen. Grabst du das nicht, Grabber? Boah, ey, jetzt fliegt das an dem nur noch vorbei. Komm, komm. Jetzt kommen wir mal ein bisschen näher und mach mal was Gescheites, ey, und renn nicht ganz weg. Oh, wie, ich hab's nicht getroffen. Ja, geht doch. So, aua, jetzt bin ich auch noch da reingerannt. Na, verdammt. Jetzt tut los. Schmeiß, schmeiß. Hier rüber, ich stehe frei. Komm noch mal ein. Hey, der wird voll auf mich. Okay, wunderbar. Das ganze Spiel nur noch machen, bis er kaputt geht. Jetzt komm. Wo steht er denn? Ah, da. Yeah. Bisschen Leben wieder mitnehmen. Hilfsenergie ausgefallen. Leite um. Gut, jetzt mit der Skytram zur Reaktoranlage. Von dort kommen wir an die letzten zwei Systeme. Okay. Die Ausdauer von meinem Typen ist voll am Arsch. Der kann gar nicht mehr. Na okay, jetzt kann er gleich wieder. Trotzdem irgendwie immer, nachdem man den besiegt hat, ist man voll leer an Ausdauer. Aber während dem Kampf bemerke ich das nicht. Ich weiß ja nicht, vielleicht ist sie ja während dem Kampf unbegrenzt und danach einfach instant leer, wer weiß. David Edens. Du hast doch bestimmt keinen Code für mich wahrscheinlich, oder? Ja, aber klar. Zugang erteilt.
der denkt jetzt auch noch, der wäre cool oder so. So. Ja, komm, komm, ich bin bereit schon. Die ganze Zeit. Ach, okay, nur so einer. Na, boah, ey, ohne Witz. Jetzt habe ich ja auch noch voll Pech jetzt, oder was? Die letzten paar Meter vom Level, oder? Ist hier noch eine Leiche für mich? Nee, wahrscheinlich nicht. Oh, oh, dann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Soll ich den töten? Ja. Ich kriege im nächsten Level bestimmt wieder genügend von den Leichen, oder? Solange die Höllenzeit nur läuft. Hier ist noch eine. Hier ist noch eine. Der hat die geholt, oder? Nee. Ich muss erst warten, bis die eine fertig ist. Okay, man sieht sich im nächsten Level wieder. Bis dann.